Junko Taster, .com, and this is episode 3011, and this is a Mac wrap, and it's a Morocco veggie wrap, basically. It doesn't say it on the packaging here, it says veggie oriental. Alright, it's also called Morocco on the homepage, I'm not quite sure. So let's unwrap the wrap, Mac wrap. Okay, and you would sort of eat it from the tray, of course. All right, there are vegetables in this. This is correct. They're kind of liking the, at least it looks interesting. So, yeah, what is this? The door. The recce is wrapped in. What is this? Ah, it's like a vegetable thing. And I think I unwrap now. I should cut, but I unwrap. Okay. This looks interesting. I got some cheese. What is this? Little pieces of something. And I think I cut this here. I already eat some of it. This is really spicy. He always cuts stuff. Some sort of vegetable patty, whatever. Okay, and I'm not know how to eat it. I think I try to make it a wrap again, no, and sort of eat it like this now. Well, at least trying to. The cucumber was kind of nice. It's really complex. It's also spicy. All right, I'm trying some from the inside here. Oh, super spicy. Now here's some creamy stuff, onions and stuff. Yeah, this is rather untypical really for McDonald's. This is gourmet food basically. Also it's like mint flavors or something. Like fresh flavors. Yeah, like I said, gourmet. Very special. You may want to try it. So if you have tried this fancy creation yourself, yeah, please share your thoughts. And I'm just eating one of this door here again. No. What's in this value? Cool. Good. Anyways, I hope you enjoyed this review and thanks for watching. This is McDonald's and weiter Mac Wrap. Und zwar ist das der Mac Wrap Marokko Veggie. Und super speziell diese Soße hier, die schmeckt so frisch. Schmeckt fast nach Zahncreme. Ja. Sehr ausgefallen. Ist auch sehr scharf. Ja, das Zeug ist übelst scharf hier. Das ist ein total McDonald's untypisches Produkt. Wenn man nicht vielleicht gerade der ist, der immer wegen den Wraps dorthin geht. Aber interessant, Gourmet. Also müsst ihr vielleicht ausprobieren und gucken, ob wir drauf klarkommen. Ich persönlich würde nicht unbedingt dafür hinfahren. Ich würde eher für einen Burger zu McDonald's fahren. Aber irgendwie lustig, das Zeug. Gut, habt ihr den probiert? Wie schmeckt euch der? Habt ihr jemals einen Wrap im McDonald's gegessen?
Interessanterweise heißt der hier hinten, heißt der Vecchi Oriental. Genau. Okay, es gibt eigentlich mal nichts zu sagen. Hier viele lustige Zutaten, die ich nicht kenne. Das habe ich gelernt. Hier, das ist Rucola. Und dann hier noch so Kleinkäse und dann hier noch irgendwelche Perlen. Ich habe mal irgendwas von Couscous, aber ich glaube, es ist kein Couscous. Keine Ahnung. Ich meine, ich bin ja nur der Reviewer. Und wenn ihr wisst, was das für Zeug ist hier, dann schreibt es in die Kommentare. Vielleicht lernen dann andere Zuschauer was dazu. Genau. Und die Folge ist vorbei. Danke, dass ihr euch angeschaut habt. Und man sieht sich in der nächsten Folge.